setzte sich auf die Knie, auf die Straße. Ich hatte schon Angst, er wird gleich überfallen und sagte, ich liebe Sie und ich werde Sie ewig lieben. Und mein Freund war auch dabei und sagte, guter Mann, stehen Sie doch auf. Und was Sie hier machen, das ist nicht, also das, Sie machen Eva damit keine Freude und gehen Sie doch. Und dann sagte er, ganz besonders reagiert eigentlich. Ich werde immer wiederkommen. Und er wirkte einfach sehr, ein bisschen geistig weggetreten, aber nicht unbedingt unheimlich, weil er war klein, schmächtig, ein junger Mann, 21. Er wirkte nur sehr verwirrt auf eine gewisse Weise. Aber das war nicht das Erste. Also er kam später tatsächlich wieder, 4 Wochen später, rief mich meine Nachbarin voller Panik an. Ich war gerade beim Sport und sagte, Eva, bei uns, da sitzt jemand im Garten mit 6 Koffern, einem Öfchen und strickt. Das war an Weihnachten, also einen Tag vor Weihnachten. Man schmunzelt so ein bisschen, wenn Sie darüber berichten, aber bitte immer daran denken, das ist natürlich eine Geschichte mit einem ernsthaften Hintergrund. Ja, es war nur also für mich auch sehr absurd. Ich sagte, gut, da sitzt also jemand im Garten und strickt, dann komme ich mal. Willst du nicht die Polizei rufen, habe ich zu ihr gesagt. Sie meinte, nein, nein, das wäre, der gehört zu mir, da soll ich die Polizei rufen. Dann habe ich gesagt, na gut, dann komme ich mal mit der Polizei und gucke erst mal, was das überhaupt soll. Ja. Und dann habe ich ihn auch wiedererkannt, dachte, oh Gott, was macht der schon wieder hier? Ja. Und er sagte zur Polizei auch, ich warte auf Frau Habermann. Es war jetzt auch alles nicht so schlimm. Er ging dann auch weg irgendwann. Dann hat die Polizei einen zweiten Wagen geholt, sein ganzes Krimskrams mitgenommen. Aber seit dem 10. Januar ist er täglich da. Er wohnt mittlerweile in einer Obdachlosenunterkunft in der Nähe von mir und ist jeden Tag da, hat sein ganzes Leben aufgegeben und auf mich eingestellt. Und er klingelt Tag und Nacht Sturm um 2 Uhr früh, um 6 Uhr morgens. Ich habe jetzt mittlerweile die Klingel ausgestellt, ja, von da schon mal Trick 17. Und er steht halt immer da und das ist so unheimlich, weil wenn man abends nach Hause kommt vom Sport oder von Freunden, man sieht ihn zuerst nicht und kaum ist man vor dem Haus, springt er auf einmal aus dem Busch raus und sagt, Frau Habermann, ich muss mit Ihnen sprechen. Und er tut mir auf eine gewisse Weise sehr leid, weil er braucht eigentlich Hilfe. Ich will gar nicht, dass ihm was Böses passiert. Verstehen Sie? Aber er ist einfach... Er hat ein Problem in seinem Leben. Ich habe ungefähr 100 Fragen jetzt der Reihe nach. Wo hat er die Adresse her? Das weiß ich auch nicht. Das ist mir ein absolutes Rätsel, ob man zum Einwohnermeldeamt gehen kann. Nein, und ob also sie ich hoffe, das kann man nicht. Ich weiß wirklich nicht. Bis heute weiß ich das nicht. Auf jeden Fall... als ich ihn einmal habe abführen lassen von der Polizei, weil er wieder mal um 2 Uhr nachts geläutet hat, stand am nächsten Tag die Bild-Zeitung vor der Tür. Wie die das rausgefunden hat, wusste ich auch nicht, wo ich wohne. Also von daher scheint meine Adresse irgendwo zu stehen. Man kann es irgendwo herbekommen. Dann haben Sie das mit der Polizei angesprochen. Wenn jemand bedroht ist, ich meine, dafür ist die Polizei ja auch so ein bisschen da, dann hilft die mit. Na, sie kann nur in gewissen Rahmen etwas tun, weil es ist, ich habe jetzt mittlerweile eine einstweilige Verfügung erklärt. Das heißt, er darf sich nur 200 Meter dem Haus nähern. Aber er hält sich überhaupt nicht daran. Er darf nicht näher als 200 Meter an Sie oder an Ihr Haus haben. Genau, weil sonst dürfte er auf der Straße stehen. Jeder Mensch darf auf der Straße stehen. Ich dürfte die Polizei gar nicht holen normalerweise. Aber da er mittlerweile halt auffällig geworden ist und permanent klingelt nachts und immer da steht, oder wenn ich mit dem Auto das Haus verlassen will, stellt er sich auf die Auffahrt, so nach dem Motto, überfahr mich, sonst gehe ich nicht weg. Also, das heißt, Sie haben diese einstweilige Verfügung. Ja, klar, genau. Aber er hält sich nicht dran, er ist trotzdem da. Er ist trotzdem da, ja. Ja, und es gibt keine Möglichkeit, etwas zu machen, weil... Es ist sehr schwierig. Also, es ist wirklich schwierig, weil es muss sehr viel passieren, bis in der Justiz irgendwas passiert, dass Sie jemanden für verrückt erklären. Weil eigentlich bräuchte er Hilfe, also psychologische Hilfe. Und haben Sie mehr Mitleid mit ihm oder sind Sie wütend? Mischung aus beiden. Also mittlerweile teilweise sieht man das auch mit so einer Art zynischem Humor, weil es einfach sehr absurd ist. Mein Freund hat neulich mal versucht, mit ihm zu reden. Da kamen wir gerade von der Party nach Hause und er stand da halt wieder, ließ uns nicht ins Haus reinfahren, so nach dem Motto, überfahrt mich doch, nach dem Motto. Und dann hat mein Freund mit ihm eine halbe Stunde gesprochen, hat gesagt, was machst du hier und was soll das und wozu, was machst du in deinem Leben, warum stehst du hier vor dem Haus, warum belästigst du meine Freundin? Und er starrte die ganze Zeit nur abwesend das Haus an und dann nach einer halben Stunde, nachdem mein Freund mit ihm gesprochen hat, sah ihn auf einmal an und sagte zu ihm, das ist ja unerträglich. Ja. Und sah wieder das Haus an. Und also Sie lächeln, auch wenn Sie darüber erzählen. Und trotzdem ist es irgendwie eine eigenartige Geschichte. Es ist meine Art, damit umzugehen. Weil sonst könnte ich die ganze Zeit nur fertig zu Hause sitzen und mich ärgern. Mich ärgert das schon sehr. Weil ich kann nicht unbehelligt nach Hause kommen. Ich esse schlechter, ich schlafe schlechter. Es ist einfach sehr unangenehm, wie jemand vor der Tür permanent steht. Aber es ist jetzt nicht sozusagen eine Angst ums eigene Leben. Weil Sie wissen, der ist nicht gefährlich eigentlich. Man weiß das nicht. Man weiß das nicht. Man weiß nie, wann sowas irgendwann doch in Frust umschlägt und wann jemand gewalttätig wird. Also man sagt einfach in allen, also wann eben Liebe in Hass umschlägt. Obwohl ich möchte ihm absprechen, dass er mich tatsächlich liebt. Weil das, was er macht, ist keine Liebe, sondern so eine Art Fixierung, wie eine Psychose einfach, dass jemand glaubt, ich wäre die Lösung für all seine Probleme. Er läuft ja auch rum und erzählt den Nachbarn, er wäre der ideale Partner für mich. Und das ist ja einfach alles sehr, sehr schwierig. Ich habe von einer Kollegin gehört, die sagte, der wühlt auch ihren Müll durch. Ja, der wühlt auch den Müll durch. Der guckt, was er findet und ob er einfach irgendwas
von mir findet, Briefe oder sonst was. Können Sie sich vorstellen, woher diese Obsession kommt? Also, oder ist das einfach eine irre? Nein, also ich meine, eine wunderschöne Frau, aber das, so platt wollte ich es nicht haben, sondern es muss ja irgendwie mehr sein, als dass man findet, das ist eine attraktive Schauspielerin. Es ist schwierig. Er schreibt mir schon seit 6 Jahren Briefe und er schreibt, ich dachte zuerst einmal, das wäre ein älterer Mann, weil der hat aus so einer ganz altdeutschen Schrift immer geschrieben. Er scheint auch, was ich mittlerweile aus der Bild erfahren habe, sehr einsam zu leben. Er ist arbeitslos, seitdem er seit 15 lebt bei seinen Eltern. Und er hat nichts in seinem Leben, was ihm Freude macht. Und ich scheine ihm das zu machen, aber er macht mir keine Freude. Haben Sie mal versucht, Kontakt aufzunehmen mit Menschen in seinem Umfeld? Eltern? Ja, also gleich am Anfang, als er da war, hat er auch mal bei meinen Nachbarn gefrühstückt, weil die hatten auch nicht zuerst erkannt, was er da eigentlich macht und haben gesagt, ja, junger Mann, kommen Sie rein, es war ja sehr kalt, es war -2 Grad und er saß immer auf der Auffahrt. Da hat er dann von dort aus bei seiner Mutter angerufen, dadurch hatten wir die Telefonnummer. Und meine Mutter dachte zuerst, ich rufe da mal an und spreche von Frau zu Frau und sag mal, ihr Sohn steht hier jeden Tag und wollen Sie nicht mal was machen? Und wir dachten zuerst, wir könnten das so lösen, aber seine Mutter ist halt auch sehr machtlos dagegen. Und man kann jetzt eigentlich nur mit der Polizei einschreiten und ihm einfach spüren lassen, dass immer, wenn er da steht, dass die Polizei kommt. Wie oft ist er schon festgenommen worden? 7 Mal. So? Sieben also Mal. Er saß auch schon mal 3 Tage im Knast. Das aber ich fragen, will ja gar nicht, dass er wird festgehalten. Er wird, man muss es immer wieder einen neuen Antrag stellen. Das heißt immer wieder, wenn er da steht und wenn er wieder auffällig geworden ist und geklingelt hat und sich im Weg gestellt hat, dann kann man wieder einen Antrag stellen, dass er mal wieder 2 Tage oder 3 Tage im Knast kommt. Ich will doch gar nicht, dass ihm was passiert. Ich will eigentlich nur, dass ihm geholfen wird. Es ist nur wahnsinnig schwierig. Weil ich weiß gar nicht, was ihm wirklich helfen würde. Die Polizei sagt, es gibt so viele Kranke, die herumlaufen, auch am Bahnhof oder so. Wenn sie die alle verhaften würden, dann hätten sie viel zu tun. Aber die stehen alle nicht bei mir vor der Tür. Aber es ist halt im Grunde genommen schreit das ja nach psychologischer Betreuung. Ja. Wundert mich, dass da nicht Mensch, welcher Polizei... Welcher Psychologe kommt denn da freiwillig mal, an und sagt, ich mache jetzt was? Na, aber dass die Polizei mit ihren Möglichkeiten, Kontakten da mal sagt, jetzt versuchen wir es mal da. Und damit meine ich jetzt nicht Einweisung oder sowas, sondern da mal ein Gespräch zu schaffen. Der ist bei seinen Eltern, also... Die Mutter sagt, er war schon immer sehr stur und man konnte schon immer schlecht mit ihm reden und er ist halt ein bisschen schwierig und... Böse Zunge, ich behaupte, die Mutter ist ganz froh, dass er jetzt bei mir vor der Tür steht. Ja, sonst ganz netter. Also, Sie werden sich an ihn gewöhnen die nächsten Jahre. Ich will mich nicht an ihn gewöhnen. Ich werde hoffentlich. Aber ihr seid ein freundliches Haus zu sein. Also, wenn auch die Nachbarn sagen, komm mal rein, kriegst einen Kaffee, ich finde das schön. Ich meine, so schnell kriegt man dann jemanden auch nicht los, glaube ich. Frühstück. Ich möchte das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist grauenvoll. Also, ich weiß auch mal, wir hatten auch bei uns damals in meiner Kindheit immer einen, der immer vor der Haustür war. Ja. Und du hast dann auch Angst bekommen, besonders bei der Mutter auch. Und das ging dann so weit, dass du dann auch Bodyguards bekommen hast. Weil du eben nicht wusstest, das kann ja sehr schnell kippen. Irgendwann wird er irgendwann sauer, weil der steht ja nicht umsonst darum. Und haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie sich so einen Schutz, wie Thomas das angedeutet hat, nehmen und einfach so eine professionelle Hilfestellung nehmen? Bodyguard also, klingt gleich immer so nach... Bisher hat es noch gereicht, dass meine Eltern mit mir mitgefahren sind und geguckt haben, dass ich heil nach Hause gekommen bin. Ich muss auch wirklich sagen, ich habe in den letzten Wochen meine Wohnung gemieden. Also er ist jetzt seit 8 Wochen durchgehend da. Jeden Tag schreibt er mir Briefe, wirft die ein in den Briefkasten, kommuniziert auf die Weise mit mir, schreibt mir, was er denkt und was er will. Er schreibt mir immer wieder, auch wenn er im Gefängnis war, die Liebe zu mir lässt ihn das alles überstehen. Aber das will ich ja gar nicht. Es ist eigentlich sehr merkwürdig. Schon verrückt, da spielen Sie im Film das starke Mädchen, also den wilden Engel, sage ich mal. Und so im Privaten mit so einer... Wo wir beide gehabt haben. Also noch Kontakt zur Mutter. Ja, natürlich. Ja. Nee. Und wir haben auch gesagt, wir trennen uns so, dass das Kind nicht darunter leidet. Und das ist, dass wir uns auch nicht vom Gericht sagen lassen, 14 Tage so, 14 Tage so, 14 Tage so. Weil da wird nicht Rücksicht genommen auf die Kinder. Und wir haben immer gesagt, wie Luisa es haben möchte und nicht umgekehrt. Trotzdem ungewöhnlich, ne? Dass Vater alleinerziehend, damals, ich glaube heute auch, eher ungewöhnlich. Geht schon. Es geht, Wir müssen den Männern auch ein bisschen Mut machen. Also es geht schon. Gar keine Frage.